Moin Leute, was geht ab? Willkommen zur dritten Episode der Kaufempfehlungen von den einzelnen Mannschaften. Ich werde mich heute mit der Top 6 beschäftigen. Wir haben hier 6 Mannschaften am Start, die mit am besten in Kickbase punkten. Und ich würde sagen, wir fangen mal direkt mit Freiburg an. Wundert euch nicht, die sind ein bisschen durcheinander. Also Bayern, Dortmund kommen als letztes, liegt einfach daran, weil ich bei manchen Mannschaften Probleme hatte, beziehungsweise da musste ich nochmal die Top 11 raussuchen, weil da in diesem Spieltag zum Beispiel völlig anders gespielt wird. Wir hatten zum Beispiel in der 11 bei Liga-Insider gar keinen Reus drin oder keinen Kamada bei Frankfurt zum Beispiel. Deswegen habe ich mir da jetzt mal noch ein paar andere Methoden überlegt und ich hoffe, euch gefällt's. Wir fangen direkt mal an mit Freiburg. Im Torwart einer der besten Keeper der Liga, muss man nicht viel zu sagen, ist sein Geld wert, auch wenn er ein bisschen teurer ist. Aber Flecken ist definitiv einer der Bestpunkten und von daher zu Recht grün. Bei Freiburg ist die ganze Viererkette auch eine Kaufempfehlung, sind einfach alles super Punkte. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, warum ist zum Beispiel ein Günther und ein Lienhardt grün, die jetzt aber genau in der gleichen Kategorie sind wie ein Günther, der nochmal viel besser punktet. Günther hätte man auch definitiv blau machen können. Er ist auch knapp davor. Man muss dazu sagen, dass Lienhardt und Günther einfach momentan relativ stabil punkten und ich denke auch, dass sie das in Zukunft machen werden. Jeder hat jetzt einfach mehr Geld und deswegen sind das für mich auch einfach Spieler, die grün sind. Natürlich haben die jetzt mit einem unter 100er Schnitt, sind es jetzt nicht die besten verpunkteten Verteidiger in der Liga. Für mich einfach mit die besten von der Konstanz her. Deswegen sind die grün und Günther könnte man auch blau machen. Ich finde, dass er halt schon einer der besten Verteidiger ist, aber einfach nochmal ihm ein bisschen mehr fehlt, um dann jetzt zu sagen, okay, er punktet halt jetzt so gut wie ein Benze Baini, der zum Beispiel nochmal Elfer schießt oder so, ist vielleicht für meinen einen oder anderen schwer nachzuvollziehen. Im Endeffekt ist er halt einer der Besten. Die ihn haben, werden sowieso wissen, was sie an ihm schätzen und von daher alles gut. Kübler für mich einer der besten vom Preis-Leistungs-Verhältnis momentan, für unter 10 Millionen definitiv ein Schnapper bei einer Mannschaft, die oft auch mal zu Null spielt. Von daher, wenn ihr Kübler noch schnappen könnt, macht das auf jeden Fall. Preis-Leistungstechnisch sehr stabil. Eggestein Höfler sehe ich Höfler einfach punktetechnisch ein bisschen besser, macht nochmal ein bisschen bessere Rohpunkte, kostet natürlich auch ein Stück mehr. Aber wenn ich mein Geld investieren würde, würde ich eher die 20 für Höfler bezahlen als die 13, 14 für Eggestein. Kieré ist gelb, weil er einfach nicht so krass gut punktet und ich in Zukunft auch mal öfter Doan auf der 10 sehe und dann eben einen Zalay oder einen Schade über außen. Doan, einer, der da unten nochmal vorne den Unterschied macht, deswegen ist er zu Recht grün. Gregoritsch ist der gesetzte Stürmer. Man sieht auch, Lukas Höhler hat nicht einmal eine Startelf gestanden in der Bundesliga jetzt für ihn. Von daher würde ich mir da keine Sorgen machen. Als Gregoritsch-Besitzer weiterhin kann man da, denke ich mal, auf gute Punkte hoffen. Und Grifo ist ja mit seinen Assists und Scorern auf einer der besten in der Liga momentan und völlig zu Recht in der blauen Kategorie zu finden. Gehen wir weiter zu Union. Hier sehen wir direkt hinten den Torwart grün. Renault macht solide Punkte, ist ein stabiler Keeper, da kann man immer eigentlich mit 100 Punkten rechnen, von daher zu Recht. Hier grün, Diego Leite und Knoche definitiv sehr stabile Punkte. Knoche schießt teilweise sogar die Elfer, hat jetzt 2 Elfer-Tore in der Conference League ist das, glaube ich, hat er 2 Tore gemacht, von daher, definitiv zu Recht grün. Jeckel und Döki und Baumgartel streiten sich um die dritte Position, von daher, würde ich mich da von allen fernhalten. Man kann natürlich einen unter der Woche einkaufen, wenn man weiß, dass er am Wochenende startet, gar kein Thema, aber langfristig planen würde ich mit denen nicht, weil die einfach alle rotieren und Jeckel auch natürlich nochmal schlechter punktet als die anderen beiden. Trimmel und Ryerson sehe ich erstmal gesetzt, vor allem wenn man jetzt auch darauf blickt, dass jetzt weniger internationale Spiele anstehen, die Gruppenphasen sind vorbei, sind die definitiv gesetzt, da könnt ihr zuschlagen, sind immer gut für einen Scorer, von daher, alles gut. Haberer ist der beste Mittelfeldspieler bei Union Berlin, immer gut für ein Tor, hat man ja auch gegen Bayern gesehen. Khedira macht jetzt nicht so solide Rohpunkte, einfach weil er vorne im Spiel nicht so gut eingebunden ist und die Innenverteidiger auch sehr viel vom Aufbau übernehmen. Von daher ist er nur gelb, ist solide, aber mehr auch nicht von den Punkten. Schäfer sehe ich nicht hundertprozentig gesetzt. Da kann auch mal ein Haraguchi reinkommen oder andere Spieler. Von daher, für mich, ehrlich gesagt, jetzt, wenn man sieht, die internationalen Spiele werden wieder weniger, würde ich mich eher von ihm fernhalten.
Becker und Jordan. Ich hatte Becker erst grün. Da muss man natürlich sagen, den muss man natürlich abheben von dem Jordan nochmal. Becker punktet nochmal viel, viel besser. Ist wirklich der, weswegen es bei Union momentan so gut läuft, ist der Mann der Stunde und von daher völlig zu Recht blau. Und Jordan, denke ich mal, momentan ein bisschen im Leistungsloch. Aber wir wissen alle, dass wenn der den Ball auf dem Fuß hat, da relativ oft auch Tore bei oben kommen. Von daher, ja, völlig zu Recht auch grün, meiner Meinung nach, würde ich beide auf jeden Fall gerne im Team haben und sind zwei richtig stabile Stürmer. Kommen wir zu Leipzig. Ja, relativ viel Rotation. Ich habe jetzt mal Blaswig stellvertretend auch für Gulaschi, der dann irgendwann wieder zurückkommt, grün gemacht. Das ist einfach immer ein gut punktender Torwart bei Leipzig. Spielt auch auf zu Null, von daher zu Recht grün. Simakan sehe ich Rechtsverteidigung gesetzt. Von daher für mich völlig zu Recht grün. Ist ein solider Punkter und ja, macht auch gute Spiele, oft auch mal einen Assist. Von daher für mich sicher gesetzt. Raum sehe ich jetzt nicht so sicher und zudem punktet er auch noch nicht so gut, wie er es jetzt zum Beispiel bei Aufnahmen gemacht hat. Von daher ist er für mich gelb. Er kostet einfach sehr viel Geld, weil viele Leute noch Hoffnung haben. Ja, momentan bestätigt er die noch nicht, von daher ist er noch gelb. Diallo und Gvardiol sind beide für mich grün, weil beide für mich sehr, sehr gute Punkte an Kickbase sind. Ja, da muss man einfach gucken, wer spielt. Ich sehe beide, ehrlich gesagt, auch öfters mal zusammen in der Startelf. Einer links, einer in der Mitte. Sind zwei gute Punkte. Ich würde mir sowohl Gvardiol als auch Diallo ins Team stellen. Natürlich gibt es Spieler, die sicherer spielen, aber ich sag mal so, die machen beide 2 aus 3 Spielen. Das ist schwierig, aber für mich ist es sehr leicht abzusehen immer. Der in der Champions League spielt, spielt unter der Woche nicht und von daher, der spielt am Wochenende nicht. Es ist nicht schwierig, das vorher zu sehen. Von daher finde ich, kann man die beide kaufen, weil sie auch einfach überragend gut punkten. Vor allem in Diallo jetzt mal, macht echt stabile Punkte. Orban ist für mich einer der besten Innenverteidiger im Spiel. Ähnlich wie Ginter, macht sehr gute Punkte. Ja, ist einfach nochmal ein Zacken. Für mich ein bisschen über Ginter, von daher ist er für mich blau. Ist selten für mich, dass ich Verteidiger jetzt auch blau machen würde. Orban ist so einer, richtig guter Punkter und von daher zu Recht blau. Ist auch jeden Cent wert, also seine 30 Millionen ist der auf jeden Fall wert. Kampel und Xava, Schlager sind auf jeden Fall für mich gelb. Ich finde es immer wieder ein Phänomen, wie schlecht die Sechser punkten bei Leipzig. Von daher mehr muss ich dazu nicht sagen. Das finde ich überhaupt keine guten Rohpunkte. Ja, ich finde einfach, dass das nicht mehr als Lückenfüller sind. So gut punkten sie einfach nicht. Würde ich mir langfristig nicht ins Team stellen. Schoboschlein, Kunku sind einfach die, die vorne den Unterschied machen. Finde ich sehr, sehr gut. Von daher zu Recht blau. Beides Unterschiedsspieler. Könnt ihr froh sein, wenn ihr die schon habt. Weil auf dem Markt werden die bestimmt nicht mehr sein. Olmo ist für mich relativ gesetzt. Ich finde ihn relativ cool. Von daher für mich zu Recht grün. Ich sehe ihn langfristig auf jeden Fall vor Forsberg. Forsberg ist für mich nicht mehr als ein Lückenfüller, den man mal reinhauen kann. Aber für mich Olmo gesetzt auf lange Sicht. Ja, wird sich zeigen, wie es mit Silva aussieht. Selbst dafür, dass er sehr viel spielt momentan, macht er einfach keine guten Punkte momentan. Man muss mit Werner wieder rechnen nach der WM-Pause. Von daher, ich sehe Werner dann im Sturm. Und ja, Olmo vielleicht auf der 10, Kunku wieder bei links, wir werden es sehen, aber lange Sicht auf jeden Fall Silva für mich gelb, Werner wäre für mich definitiv grün, nur damit ihr es gehört habt, Werner auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Gehen wir weiter zu Frankfurt. Ja, ich finde, die Verteidigung punktet einfach für das Geld nicht so gut. Trapp nochmal kurz, um es zu erwähnen, guter Torwart, hält solide, punktet gut, ja, mehr muss man nicht dazu sagen. Die Verteidiger punkten einfach fürs Geld nicht gut, finde ich. Es sind einfach zum Beispiel ein dicker Tuta, beide 15 Millionen und 18 Millionen, viel zu teuer. Also da gibt es Spieler wie sogar einen Kempf von Hertha oder einen Friedel von Bremen, die die gleichen Punkte einfahren. Von daher würde ich auf gar keinen Fall mir das Geld für die ausgeben. Da kann man auf jeden Fall andere Positionen eher mit Geld füllen, anstatt die Frankfurter Innenverteidiger zu nehmen. Pellegrini ist ein sehr offensiv denkender Linksverteidiger, gefällt mir auch spielerisch gut, aber in Kickbase-Punkten spiegelt sich das noch nicht wieder. Von daher für mich gelb, Jakic und Dina Mbimbe, beide für mich gelb. Das hängt einfach immer vom System ab. Klar, Dina Mbimbe hat jetzt oft gespielt, ja, wird sich zeigen, wie das dann aussieht. Für mich beide gelb, weil sie einfach nicht so krass punkten, So und Rode. Rode hat viele Tore gemacht, deswegen hat er einen guten Durchschnitt gehabt, aber für mich ist auch nur einer, der gut punktet, wenn er trifft. Ja, muss man Glück haben, glückliches Händchen haben, aber ihr seht selber, 3 Spiele macht er über 100, dann wieder 3 nicht, also das ist Gambling. So ist für mich noch unter dem Niveau von der letzten Saison, deswegen ist er gelb.
Götze spielt überragenden Fußball, hat jetzt auch über 120 Punkte, glaube ich, gemacht. Hat richtig gut gepunktet bei einer Niederlage, von daher völlig gut. Momentan Lindström hat einen Lauf. Ja, für mich einfach grün. Er trifft einfach viel zu oft, hat viel zu oft gute Szenen. Auch wenn er ein Spieler ist, der wirklich schlecht punktet, wenn er nicht trifft, ist er für mich grün, weil er momentan einfach viele gute Spiele abliefert. Und deswegen, ja, wie Kolo Muani, einfach grün. Kolo Muani ist einer der Stürmer momentan in der Bundesliga. Ja, da muss Eintracht sich einfach wieder glücklich schätzen, dass sie so einen guten Stürmer eingekauft haben. Völlig zu Recht grün. Ja, einer, der auch auf lange Sicht vielleicht sogar in die blaue Kategorie kommen kann. Kamada hebt sich aber nochmal ab von allen bei Frankfurt. Kamada ist mit Abstand der beste Spieler dort und von daher auch für mich zu Recht blau. So, kommen wir zu den beiden Top-Mannschaften vom Marktwert her in Kickbase. Das sind für mich auf jeden Fall Dortmund und Bayern. Ja, kurz zu machen, Kobel ist für mich einer der besten Keeper in der Liga, vor allem auch von Kickbase-Punkten, von daher kauft euch den, wenn ihr ihn noch nicht, wenn ihr ihn noch bekommen könnt. Ja, Hummels, Schlotterbeck und Guerreiro sind für mich alle grün, weil sie alle viel Punktepotenzial haben und auch teilweise, wie Hummels zum Beispiel, jetzt überraschend sehr gut punkten. Hummels ist wieder ein richtig stabiler Verteidiger geworden. Ja, war vor der Saison nicht sicher, ich dachte, Süle wird da spielen, aber Hummels macht sehr gut. Meunier sehe ich auch nach seiner Verletzung nicht hundertprozentig gesetzt. Süle macht das sehr gut. Ich würde momentan Süle sogar in die grüne Kategorie tun und ihn vor Meunier sehen. Ich habe leider keine Aufstellung bei Liga-Anzeige gefunden, wo Süle Rechtsverteidiger war. Und bei der neuen Aufstellung waren halt auf den Flügeln Hazard und Reyna. Deswegen habe ich jetzt die genommen. Süle für mich der gesetzte Rechtsverteidiger, auch wenn Meunier zurückkommt. Deswegen Süle dann tendenziell grün. Bellingham ist einfach in der, ja, Kategorie der besten Spieler einzuordnen. Einfach unglaublich, was der abreißt für sein Alter, muss man nicht viel mehr zu sagen. Ja, der wird ja sowieso schon von allen gelobt und ja, für mich einer der besten der Welt momentan. Özcan punktet einfach über komplett beschissen für das, was er leistet. Also, die haben letztens 5-0, glaube ich, gewonnen und der hat gerade so die 100 geknackt. Es ist wirklich, wenn man rechnet, was der für ein Tor da bekommt, mit zu 0-Bonus, ist es wirklich beschissen, was der an Rohpunkten macht. Die muss ihm alle Bellingham nehmen. Also, Bellingham punktet für die beiden auf jeden Fall. Ja, Özcan für mich nicht zu empfehlen, was soll ich euch erzählen? Reus, auf jeden Fall, jeder weiß, was Marco Reus kann, deswegen ist er für mich grün. In die blaue Kategorie ist er einfach jetzt nicht wegen seiner Verletzung gekommen. Hat jetzt gerade einen 97er-Schnitt. Es gab schon bessere Saisons von Reus, ganz klar, aber er ist auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Genauso wie Moukoko, den ich bei Dortmund im Sturm momentan als Gesetz sehe. Modest würde ich mir tendenziell nicht kaufen. Immer auf Moukoko gehen. Und Adeyemi und Malen sehe ich einfach nicht gesetzt. Also die rotieren immer hin und her und zudem punkten sie auch einfach beide nicht wirklich gut. Ja, da kennen wir auf jeden Fall Dortmund-Spieler auf den Flügeln, wie jetzt beispielsweise früher ein Sancho oder so, die viel, viel besser gepunktet haben. Von daher für mich die beiden momentan einfach nur gelb. Sind sehr teuer, also 20 Millionen ungefähr. Glaube ich, für Adeyemi und Malen kostet jetzt noch nicht ganz so viel. Aber ja, meiner Meinung nach beide Spieler, die ja, mehr Potenzial haben, als sie momentan ausschöpfen. Von daher, ich würde persönlich momentan die beiden nur kaufen, wenn ich daran glauben würde, dass Dortmund, ja, dass das die gesetzten Dortmund-Flügelspieler sind. Aber ich sehe da auch einen Reyna nochmal, der auf jeden Fall um die Position konkurriert. Ein Hazard hat jetzt relativ gut gespielt, zwar auf einer anderen Position, aber man darf immer solche Spieler nicht vergessen. Deswegen, ja, für mich gelb nur. Kommen wir zu Bayern. Ja, vorneweg Müller, Coman, Sané, alle für mich auch grün. Ich würde mir bei Bayern tatsächlich die meisten Spieler kaufen. Ja, fangen wir mal am Tor an. Neuer ist ein relativ solider Keeper dieses Jahr. Wie immer eigentlich kann man sich definitiv reinstellen. Masraoui, ja, macht immer mehr Spiele, von daher auch zu Recht für den Marktwert, wie ähnlich wie Choupo-Moting in der momentanen Verfassung einfach grün. Choupo-Moting momentan preis-leistungstechnisch vielleicht einer der besten in Kickbase. Pavard sehe ich persönlich gesetzt bei Bayern. Selbes für Upamecano und Davis. Ja, mehr muss ich dazu nicht sagen. Sind gesetzt. Ja, man muss manchmal Spiele auf sie verzichten, weil sie halt einfach rotieren. Aber momentan sind wir halt an einem Punkt, wo man die Rotation absehen kann und wo ihr euch günstige Lückenfüller von zum Beispiel Bochum, Schalke etc. holen könnt. Oder auch von Vereinen wie Köln. Da gibt es auch immer günstige Spieler. Und die werft ihr dann rein, wenn ihr seht, okay, da spielt einer nicht. Aber ich finde, die Rotation bei Bayern ist relativ gut lesbar momentan. Von daher, ja, für mich alle grün.
Sie punkten einfach zu viel, sie machen einfach zu viele Tore und so. Da kann immer ein Assist bei rumspringen bei den Bayern-Spielern. Deswegen für mich viele Grüne hier. Goretzka ist einfach nochmal punktetechnisch unter einem Kimmich. Kimmich ist der beste Spieler in der App für mich. Musiala ganz dicht dran gefolgt, macht auch sehr, sehr gute Punkte. Für mich ist der drittbeste Bayern-Spieler gar nicht dabei. Für mich ist momentan Leroy Sané der drittbeste. Ja, ist nicht dabei, weil er jetzt einfach noch verletzt war und auch einfach, denke ich mal, die Relevanz erst wieder vielleicht im Spiel gegen Schalke oder nach der WM kommen wird. Aber ansonsten wäre Leroy Sané auch definitiv für Gnabry dann in der Startelf, in der Top-Elf und auch Blau. Gnabry aber trotzdem einer, den man momentan mit der Leistung einfach grün machen muss. Ähnliches wie Mané. Es läuft relativ gut und ich denke mal, das sind auch Spieler, die sowieso schon in allen Ligen vergeben sind. Von daher völlig zu Recht grün. Ja, Choupo noch mal ganz kurz. Denke ich mal, denke ich mal, viel spielen nach der WM-Pause. Wenn Bayern da jetzt nicht gerade einen Stürmer kauft, denke ich mal, ist Choupo-Moting auf jeden Fall einer für viele Scorer und Tore noch diese Saison. Von daher würde ich den definitiv empfehlen. Ja. Ich hoffe, euch hat auch diese letzte Episode der Kaufempfehlung gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da. Schreibt mir einen Kommentar, wenn ihr Fragen habt. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao.